Hallo und herzlich willkommen zu Euro Truck Simulator 2. Ja, Freunde, und der Multiplayer funktioniert wieder. Ja. Und wie ihr seht, sind wir da heute zu viert unterwegs. Und zwar mit dabei ist der Topper. Wuhu! Der Rillo Kutus. Hallo, Leute. Und natürlich der Last ist die Trucker Lady. Hallihallo! Ja, und beim letzten Konvoi, wie wir da so die Kombination gefahren sind, da ist statt dem Lokutus war der Darcy da dabei, habe ich eine Strafe bekommen. Viele werden sich treu erinnern, manche werden sich nicht mehr treu erinnern. Ich kann mich leider treu erinnern oder ich habe mich treu erinnern müssen. Dass ich die Strafe quasi da machen muss. Und ja, somit habe ich mein LKW ein bisschen umgefärbt, wie ihr seht. Und nur dazu fahre ich mit einem ganz tollen LKW, nämlich mit einem Iveco in rosa, gelb, schwarz. Also gerade meine Lieblingsfarbe. Und natürlich 25 Tonnen hinten drauf, damit die Sache lustig wird. Ja, und jetzt sagen wir, steigen wir mal da ein. Navi brauchen wir auch. Glaube ich halt zumindest. Spiegel war nicht schlecht. Natürlich sagen wir, gehen auch die Geschichte, oder? Ja. Mit den komischen, weiß ich nicht, was das ist. Das ist alles anderes wie LKW. Das kann kein LKW sein, das ist also wundert euch nicht, Leute, ich brauche ungefähr so 300 Kilometer, dass ich mir auf 80 bin. Also das wird jetzt lustig. Die Tour haben wir... 1000 zur Verfügung, also dreimal so schnell. Ja. Wir haben die Tour genommen von Turino nach Teprezin, weil wir gesagt haben, wir wollen dort noch Tepreziner essen gehen, mit schönen scharfen Senf. Und da quälen wir sie jetzt quasi dorthin. So geht's da mal. Ja. Er quält sich, wir geben leicht Gas. Genau. Mhm. Wir bremsen, damit wir nicht so schnell sind. Oh, ich schätze mir, wenn ich da komme, du kannst den LKW sowieso wegschmeißen. Also, der kann. Ja. Nee, jetzt geht's da bergauf. Echt jetzt? Oh, nee. Ja, und finster wird's auch noch. Ja, okay, das bin ich ja schon gewöhnt. Wenn wir keinen Wolf haben, dass da finster wird, das ist ganz normal. Aber bergauf ist ein bisschen heftig. Tja, der kommt nicht aus die Pötte. Hallo? Hör! Na mach! Na komm! Ja, was soll ich machen? Schneller geht nicht. Ich tritt das Gaspedal voll durch. Ich bin schon bei Nachbar unten mit meinem Fuß. Ja Mann, ich geb Gas! Ja, ich tät ja gern! Sonst müssen wir die schieben, ja. 24, 23, 22, na tolle Wurst. Mein Gott, ne, jetzt. Also Leute, das wären ungefähr 100 Folgen. Ja. Wir haben für die nächsten zwei Jahre haben wir Folgen. Aber warte, jetzt wieder schnell, ich fahre schon 30 immerhin. Wow. Mhm. Pass auf, dass du einen Geschwindigkeitsrausch kriegst. Hey, bleib auf deiner Seite, du Arschloch. Na, gibt's das? Hat er die Kurve geschnitten? Ja, aber voll auf meiner Seite herüben. Geringfügig. Juhu, ich fahre 45, bei 50 explodiert er. Nee, Scherz. Der hält die schon aus. Ja. Muss den erstmal einfahren, ne? Genau. Ah, da kann ich gut im 10. Gang anfahren, bis meiner angezogen hat. Ist Maniko sauer auf Touren. Du, bei mir gibt's nur mehr eins: Brettelfahren. Das heißt Vollgas und da gibt's keine Bremsen mehr. Bist du Automat? Ausbaut, oder? Ja. Manikus, fährst du Automat? Nee, ich stehe am Vollgas. Automat geht damit gar nicht. Also mit H-Schaltung, ja? Nee, nicht mit H-Schaltung. Also so mit Automatik fahre ich, ja. Selbstschuld. Ja, das war bei den LKW wurscht. Ob ich da jetzt so oder so fahre, das ist bei denen wurscht. Ah, du kannst es besser runterschalten. Ja, du aber mit der Automatik, was du hast, also mit der Dings-Automatik, macht er das eigentlich ganz super. Das kannst du eigentlich viel besser, kannst du eigentlich teilweise selber auch nicht schalten. Finde ich. Wie schnell sind wir denn mittlerweile? Immerhin 45. Mhm. Ja, Geschwindigkeitsrekord. Super. Und jetzt geht's bergab und jetzt holen wir Schwung, pass auf. Ja, ich bin schon mit 60 hinter dir hinterher. Ja. Okay, na jetzt da fahre ich 65. Aber da kommt jetzt eine Kurve und jetzt hat sie wahrscheinlich dann gleich mal aufs Dachel. Na, geht, alles gut. So. Aber jetzt da bei 75 gewinnt Tempomaten mal rein. Entschuldigung Leute, ich hör's immer noch, ich bin noch immer leicht angeschlagen und verkühlt. Es hat sich die Wochen zwar etwas gebessert und ist schon ein bisschen abgelingen, aber
Ja, Operetten singen kann ich leider immer noch nicht. Aber naja, gut, das habe ich vorher auch nicht kennen. Vorsicht, Gegenverkehr. Ja, hinter mir ist auch einer. Ich hoffe, dass hinter dir drei sind. Zwei sind. Nee, nee, nur einer. Der Hackerlady ist gar keiner. Achso, die fährt ganz als letztes, okay. Ja. Ja. Eben, ja, und hinter mir ist noch einer fremder. Fremder Mitfahrer. Okay, naja, solange er nur mitfährt. Mhm. Ja, ich bin das nicht gewohnt, normalerweise ist er Zitronenkugelhupfer und der letzte. Für die Leute, die das jetzt nicht wissen, wer der Zitronenkugelhupf ist, der muss sich die, ja, die Videos anschauen, wo der Zitronenkugelhupf mitgefahren ist. Mhm. Da müssen die Leute Bescheid. Ich werde das jetzt nicht erwähnen, wer das ist, weil, ja, weil das einfach so ist. Weil du es gesagt hast. Ja. Na, ich hoffe, dass wir jetzt endlich einmal da von der blöden Landstraße runterkommen. Dass endlich Autobahn geht. Sonst wird doch immer Landstraßen fahren, hast du gesagt. Dass wir dann 82 fahren können, oder wie? Ja. Siehst du, der Lokutus versteht nicht. Gegenverkehr. Also ich finde das immer noch super, also dass man die Geräusche von den anderen Motoren hört. Da glaubst du immer, der fährt ja durchs Ganze, durch den ganzen LKW durch. Ja. Ai. Ah, da vorne kommt eine Autobahn, sehr schön. Nein. Nicht auf zwei Rädern. Also irgendwas passt hier heute nicht. Wieso? Es ruckelt hier wie verrückt und Manni zieht ab hier wie... Okay. Ja, du ruckelst doch ein bisschen von mir hin und her. Bei mir geht's eigentlich. Also bei mir auch. Mir ruckelt's auch nicht, aber... Er huft halt ganz leicht vor und zurück. Ups. Ach, jetzt kommt meine Lieblings... Ja, schade. Einfahrt auf die Autobahn. Schade, in der Sicht ist nicht. Das ist furchtbar. Haben wir eigentlich alle einen Auftrag noch deprizieren? Mhm. Also ich habe einen. Sehr schön. War zwar eigentlich aus Metz geholt, aber... Hm. Ich hab meinen aus Dresden geholt. Ja, meine ist aus Nürnberg. Da bin ich ja der Nächste gewesen mit Innsbruck. Ja, ich hab's versucht, aber das hat nicht funktioniert. So. War nix da. Haben wir da jetzt alle wieder aufgeschlossen? Ja, ich stehe direkt hinten deinem Holz dran. Ah ja, ich merk's richtig, weil ich beschleunig schneller. Ich muss meistens bremsen. Okay. Naja, mit mir könnt ihr das ja machen. Du, ich steh Vollgas, was soll ich machen? Der Leppert zieht da einen KMH noch einen anderen auf. Also irgendwie habe ich heute einen echt beschissenen Ping. Okay, wie viel hast du? Jetzt habe ich 40, eben hatte ich 90. Bei mir springt er auch hin und her zwischen 40 und 100. Achtung, ja, der holt einer. Ja, bei mir ist 120. Ja, das ist... Ich hab... 41. Wow, 108 Maximum. Ja, fahr einfach rein, du Blöder, ist eh schon wissen. Oh, ich muss ja auch rechts. Das fällt mir aber früh ein. Mhm. Ja, der sich wohl reindringt vor mir. Na super. Ob ich mal in die Eisen gehen soll? Du, wenn der jetzt hinten drauf hat, hast du den Schaden auf dem Auflieger, gell? Mhm. Der hat jetzt Kollision wieder. Warum schleicht dich? Achtung, jetzt zu überholen, ne? Ja, du, bei mir hat er eh keine Probleme, dass er vorbeikommt. Ich kann ihm nicht daran hindern, mit der Kraxen. Hätte er uns gar nicht, hätte ihm nicht vorbeilassen. Da bin ich Egoist. Nee, nicht bergab. Du bist gleich von einem DAF überholt. Was? Da bist du ein DAF. Nee, echt jetzt? Scheiße, jetzt gib doch Gas, du blödes Ding! Schade, naja, was soll ich machen, Leute? Jetzt überholt mir ein DAF. Was für eine Niederlage. Eine überholt uns. Wieder. Mhm. Ist wieder doch nicht normal. Was? Noch einmal einer? Echt jetzt? Jetzt wird es schon langsam, kriege ich aber Depressionen. Damit jetzt noch mehr DAF überholt. Ja, jetzt quetsch ich da rein, du. Ich glaube, schlimmer wird es, wenn dein Renault kommt. Ja, dann steige ich aus, dann ist Ende Gelände, Freunde. Da gibt's keine Parts mehr. Ja, jetzt bleib noch stehen. Und 78? Ja. Na komm, bemühe dich auf 80 wenigstens. Na, Haruk, eins noch.
Würdest 80. du dich da vorne verschleichen? Dankeschön. Nee, echt jetzt? Jetzt bin ich auf 80, jetzt kommt die depperte Maut? Das gibt's ja nicht. Gott. Sehr schön. Vorsicht, der fährt ein bisschen komisch da neben uns und zuckelt rum. Ja, Rundumschucht, leuchten. Rundumschuchte? Das hast jetzt du gesagt. Ja, Asphalt-Cowboy. Danke, hab ich erwischt. Ah, Topper, was ist, gib Gas. Mach ich doch. Ja. Mhm, ich auch. Ich hab da so eine Bremse vor mir, da kann ich nichts nicht langsamer, schneller. Du meinst jetzt aber nicht mich, oder? Ah, siehst du mal, er fühlt sich schon betroffen. Kann ich rein? Ja. Du brauchst nicht rein, du kannst drüben bleiben, wir müssen eh gerade. Sagt mein Name. Na okay, der darf ja gerade noch. Die rundum. Ja, viel blink blink. Hast schon recht. Der Lulu, Lolo. Der Lulu. Der fährt wie ein Besoffener. Der fährt wie ein Besoffener. Mhm. Bitte, jetzt komm doch aus der Bötte, du scheiß Fahrzeug. Jetzt fährt er 50. Ja, 40 fahre ich. Ab welcher Geschwindigkeit kann man den Tempomat angeben? Ab 30. 30. Was ist ein Tempomat, bitte? Das kennt man LKW nicht. Hast du so Vollgas? Ich hab bei 80 habe ich den Tempomaten reingegeben, dann ist die Mautstelle gekommen. Das heißt, ich weiß nicht, was ein Tempomat ist. Ich glaube, sowas hat der Iveco gar nicht. Wozu auch? Nicht nur das, er hat auch noch ein hässliches Interieur. Naja, das finde ich aber nicht einmal so schlecht. Also, ja. Da gibt's Schlimmeres. Wollen wir das ja, das vom DAF. Nee, also wollen wir das. Manni hat jetzt irgendwie da in die Eisen. Nee, es hat geleckt. Wenn ich mir das anschauen tue von Renault zum Beispiel, also das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, der ganze Renault gefällt mir nicht. Weder von außen noch von innen. Also. Ja, stimmt. Von daher finde ich das von Iveco nicht einmal so zuwider. Ja, und beim DAF ist es irgendwie, schaut es ein bisschen aus, als hätte der überall Pusteln. Was hat er? Wurzelholzinterieur. Ah, okay. Ja. Und aufgeblasene Stellen. Nee, also ich finde den, ja. Find den DAF eigentlich ganz okay. Ich hab den neuen DAF. Gefällt mir irrsinnig gut, das Ding. Nö. Ja, ja, grüß dich. Dutzend Hupen. Ja, servus. Ja, ja, ist schon gut. Ist schon gut. Alles gut. Wie schnell sind wir unterwegs, Herr? 79. Na gut, ich fahre mit 83 und komme nicht hinterher. Ja, dann gib Gas. Ja, mache ich ja schon. Ich fahre mit 76 und muss immer wieder mal auf die Kupplung stehen, damit ich nur rolle. Ist benzinsparend, dieselsparend. Das ist ja nicht schlecht. Mache ich viel. Ich weiß nicht warum. Ich fahre in Wirklichkeit ja kein Auto oder sowas, wo ich das gelernt hätte, aber ich mache das irgendwie aus Gewohnheit. Sag, habt ihr eigentlich eine Ahnung, schaffe ich das überhaupt 1400 Kilometer mit dem Tank? Muss es eigentlich. Ja, mein einziger, nur das nicht schaffen würde, es wäre der Mercedes. Ne, ich weiß nicht, ob Mercedes. Der Iveco so einen großen Tank würde. Ne, ist ja wurscht, wenn ich stehe, stehe ich, dann ist aus das Let's Play. Pech gehabt, das war's. Also tanken fahre ich mit dem Ding sicher nirgends. Hexen, ich hab Druck auf der Blase. Ja. Und kannst du jetzt mithalten, Topper? Oder muss ich wirklich jetzt langsamer werden? Nö, jetzt geht's. Jetzt bin ich dir förmlich. Ah, okay. Ja, ich quische, es wird mollig warm. Aber ich glaube, wir sollten die Gunst der Stunde nutzen, da vorne ist ein Tankstelle. Jo, die Gunst der Stunde nutzen wir. Genau. Och, die fehlt mir sogar noch. Zu. Wäre wieder auf 90 gewesen, jetzt müssen wir wieder bremsen. So. Na, ich war jetzt auf 80, aber ja, mei. 80? Ja, mei. Du, auf 90 kommt er nicht, also da kann ich machen, was ich will. Ich bin jetzt die ganze Zeit auf dem Vollgas gewesen und der ist nicht und nicht auf die über 80 gekommen, also pff. Ich weiß nicht, was das für ein Scheißding ist.
So. Ui, mit 80 durch die Tankstelle. Das muss die Tankstelle ausholen können. Wenn nicht, war das keine Tankstelle geworden. Ja, meine Lieben, das war der erste Part von unserem netten Konvoi von Torino nach... Halt die Klappe, sonst spucke der Klaus auch herst. Wenn ich reden tue, hast du Pause. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, von Torino nach Debrecen. Ich hoffe, ihr habt jetzt Spaß. Wenn ja, dann lassen Sie ein Like da. Ein nettes Kommentar wäre auch nicht schlecht. Was magst du da eigentlich? Aha. Okay. Und ja, somit sagt die ITS-Familie. Ciao, ciao. Tschüss.